Moin Leute, willkommen zurück zu Borderlands. Mit Schnorrer. Und Fuba. Du bist so ein Arschloch. Arschloch. Der ist nicht da. Was schiss? Der ist nicht da. Na, der spawnt erst, wenn du hier wieder. Da wird doch nichts angezeigt. Wir müssen hier erst wieder hinlaufen. Ich sehe ihn jedenfalls nicht. Da ist er doch, da ist er doch. Wo denn? Das Schild ist noch fast down. Die Schilde sind unten! Oh shit. Kopter, laut! Oh, jetzt kommen auch noch Kopter, willst du verarschen? Ich sterbe! Wo sind denn die Kopter? Huch. Ich krieg ihn. Er ist tot. Sehr gut. Gut, dass wir Folgenpause vorher gemacht haben. Aber der was? Ganze Loot ist jetzt. Was ist aber? Kein Loot mehr? Hä? Das war bloß sein olles Schiff da. Ja, das ist ja trotzdem Endgegner quasi. Dann lootet der nicht? Nee, ist kein Loot. Oder ist alles weggefallen? Nein, der ist doch auch ewig out of map. Und den anderen hatte er doch schon getötet. Die Fleischfetzen? So. Ich habe extra einen Raketenwerfer ausgerüstet. Du bist jetzt einfach Abkürzung gegangen? Ich habe gerade ein Badass rangekriegt fürs Springen, glaube ich. Aha. Ich nicht. Zu Moxi zurück heißt ja bis kurz, jetzt ist aber auch ein Ort kurz vor der Arena. Was ist was? Hier ist noch wieder ein Ausrufezeichen mit dem Schrottplatz. Ja, das ist doch die. Ach diese so, ja. Fliegerkampf ja. Da. Halt! Wäre nett, wenn du nicht ganz so schnell vorläufst. Weil du hier die ganzen Gegner spawnst, wo ich dann durchlaufen muss. Weiß ich, ich mach den Kassel. Naja, hab ja Skill. Bleib, wo du bist. Ich mach mal noch die anderen hier an. Oh, mein Ehemann wurde in einen Skelk verwandelt. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bin mir ganz sicher. Er ist hier irgendwo in Torgforge. Such nach einem Skelk mit einem roten Schal. Finde ihn, bitte. Mit einem roten Schal. Dafür ist sie ziemlich scheiße. Für Entfernung. Für Entfernung ist die ziemlich kacke hier. So, müssen wir hier einmal rum links oder was? Einmal rum, rum. Einmal rum, rum. Rum, rum, rum. Ist noch ein Zeichen versteckt? Hä? Was? Was? Ich suche nach Zeichen. Nach Zeichen? Dann musst du rennen, andere Seite. Musst du gehen? Einer dieser Skeks trägt einen Schal. Naja, dann kill einfach alle. Ich seh nichts. Schieß einfach drauf. Jetzt, wo alle tot sind. Und da will ich noch ein nächstes Deck bauen. Das hier, Maya. Niemand betrügt mich ungestraft. Ich dachte, ich bin meine Rache durch, wenn ich dich von dieser Zigeunerin. Wo kommen denn da Granaten? Aber es reicht mir nicht. Stirb! Hä? Hast du gesehen, wovon da gerade Granaten kamen? Nö. Lebe! 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 Vielen Dank. Lebe!
Was machst du denn da? Bist du ein richtiger Kantinenkerle? Du siehst schon, dass du dadurch wiederbeleben. Dass du deine Fähigkeit dadurch ziemlich verkackt hast. War es das wert, Uriah? War es das wert, in einen Skag verwandelt zu werden? Ich hoffe es für dich, du Bastard! Lösche den letzten Bau aus. Siehst du, dafür hätte es noch gereicht. Wenn du nicht so rumgegurgelt hättest. Gurke. Du bist so eine Gurke, ey. Oh ja. So eine heavy Gurke. Das schaffen wir nicht. Die sind eindeutig zu stark. Die sind zu stark. Ach, du bist wieder. Nee, bist du nicht. Nee, ich kürze doch diesmal nicht ab. Bist du verrückt? Ruhe! Aber was? Ja, ja. Die sind richtig heavy. Oh, super, bitte, soll das gehen. Was für ein Ding? Oh. Der ist resistente. Was, Gefahr? Da. Einer dieser Skeks muss mein Mann gewesen sein. Hey, Kammerjäger! Hier drüben! Der lebt noch. Was, sein Mann? Sein Mann. Sein Mann? Sein Mann. Sein richtiger Mann? Hallo, hallo. Wie sieht der normal aus? Tja, ich bin kein Skag. Ich bin getürmt, als Jarek, der Spinner, gemerkt hat, dass ich ihn betrogen habe. Hör zu, tust du mir einen Gefallen und bringst ihm meinen Schal, damit er glaubt, ich wäre tot? Oh, und töte mich nicht. Ich habe eben gemerkt, dass es vermutlich keine gute Idee war, aus der Deckung zu kommen, als du schon dachtest, ich sei tot. Also, tja, das ging irgendwie so schnell. Hä? Er war gar kein Skag? Diese Verlogene! Langsam krieg ich den Verdacht, diese Zigeunerinnen haben... Du hast ihn einfach gekillt? Warum das denn? Er ging fremd. Zum schwarzen Brett, wenn du fertig bist. Hallo? Wir sind hier seriös. Hallo? Sind wir hier seriös? Genau. Er geht fremd. Abschießen. Boom. Du bist ein Typ, ey. Außerdem war das eine versteckte Botschaft. Töte mich nicht, das heißt, töte mich. Heute nee, ist nee. Tag. Du hast ihm jetzt die Chance gegeben, indem wir seinen Schal nehmen und er sich dazu entschließt, zu ihm zurückzugehen. Er wollte sich ja nicht mehr entschuldigen. Das ist korrekt, ja. Kann man hier nicht abkürzen? Weiß, wie das geendet hätte, wenn die sich beide noch getroffen hätten. Eieiei, du bist so ein Opfer. Jetzt spawnt da hier wieder die ganzen komischen Robotics. Die ganzen Robotics. Hat eigentlich was Gutes fallen lassen? Wer denn? Der Typ. Der hat gar nichts fallen lassen. Ja, doch, den Schal vielleicht. Naja, den hast du ja nicht genommen, hast ihn ja abgeschossen. Ja, gut. War auch berechtigt. Verdammte Zigeunerinnen! Gut. Ich muss sagen, das war eine erstklassige Leistung, Kammerjäger. Oh Gott, sie spricht mit ihrer Schicki-Micki-Stimme. Sobald du Champion bist, bist du persönlich zu einer Weinprobe in meiner Sommerresidenz in den Highlands eingeladen. Ach, und bitte lade Sir Reginald nicht ein. Nach einigen näheren Gesprächen mit ihm habe ich bemerkt, dass er ein ausgesprochener Rassist ist. Wer ist ein Rassist? Der Reginald. Was, Sergei? Ist deine letzte Chance, kapiert? Zieh dich aus dem Turnier zurück, oder ich feuere mit den schweren Geschützen
Und das wird dir nicht gefallen, wenn ein Champ mit den schweren Geschützen feuert. Hast du gehört? Ich glaube, der hat Angst. Ja, der hat ein bisschen Pipi in der Hose. Angst, aber ich weiß nicht wovor. Ich weiß es nicht. So, jetzt müssen wir ja erst zu Moxie, ja? Ja. Was sind ja schon da? Aber dass das Damage gemacht hat, war schon immer so, ne? Wenn du gegenfährst? Eigentlich nicht. Deshalb wundere ich mich. Ja, haben sie vielleicht ein bisschen genervt. Genervt. Oh, ich hab gerade dein Fahrzeug kaputt geschossen. Frechheit. Moxie, ich komme! Belohnung. Gar keine, nur Erfahrung. Zeit für den Sieg. Jetzt gilt's. Nur Pisten steht noch zwischen dir und einer Kammer voller Beute. Du weißt, was du zu tun hast, Sugar. Sugar. Warum bist du im Menü? Weil ich verkaufe. Warum bist du im Menü? Weil ich verkaufe. Platz machen? Weil du hoffst, da gibt's Waffen oder was? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Wundervoll. Nichts geht über einen guten Verkauf. Danke für die Kohle. Ach komm, mir respawn. Und was habe ich hier auch zum Verkaufen, aber ich weiß nicht was. Und was habe ich aufgenommen? Oder haben wir doch irgendwas bekommen? Eine Granate. Wieso bist du denn im Menü? Warum bist du denn im Menü? Ich weiß aber nicht, ob das die Granate war. Stimmt nicht. Jetzt habe ich meine geile Granate verkauft wegen dir, du Schwein. Na, wie deine geile Waffe hast du verkauft? Hä? Was? Ne, die hast du weggepackt. Nein. Du kleiner Arsch. Ah, ich hab nämlich noch gesehen, die ist wieder aufgenommen und dann verkauft und dann. Oh, die Waffe ist weg! Nein! So, reloaden. So. Oh, sogar Haupteingang. Nein! Doch! Nein! Aus dem Grund bin ich nicht da lang. Sie warten schon auf uns. Krüü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 
Metall-T-Rexe sind. Ich wollte hier in Deckung gehen. Ich weiß. Ich bin auch down. Ich wollte gerade zu dir. Das ist ja scheiße. Vielleicht sollte ich doch einen Raketenwerfer nehmen. Ja, so viel Damage macht der jetzt auch nicht. Ich bin tot! Alter Falter. Hattest du deinen Teil da gespawnt? Ja. Das war instant kaputt, oder was? Weiß ich nicht, ob wir auch sind. Bist du auch gestorben? Nee. Was denn? Das Tor offen lassen. Alter! Ja, damit du wenigstens ein bisschen Chance hast. Granate! Kommt die da überhaupt an? Oh, die machen gut Damage sogar. Alter! Und noch ein paar Granaten nie mehr. Gleich tot. Bam! Ja. Was? Rette mich, rette mich, rette mich! Nein! Boah, ich war da. So. Jetzt kommt er bestimmt noch, oder? Ja. Shiba, Shiba, Shiba. Ist der bei dir auch noch in den Dunkeln? Hä? Von mir kommt ein Video. Ja. Bei mir steht das Ding aber noch im Weg. Nee. Ja, dauert dann noch. Ich bin dreimal gestorben, weil ich jetzt wieder weg. Scheiße. Ich muss reloaden. Oh, jetzt hat er mich getroffen. Wo ist er denn da? Oh. Ich brauche mehr Munition. Ich hab keine Muni mehr. Gegen den Pisten der Cheater. Heißt er. Oh, oh, oh. Das war's, Leute. Oh. Guck dir diese Token an. Von Pandora's Badass Nummer 1. Yeah. Ladies and Gentlemen, Applaus für den Kammerjäger. Was war das? Oh. Ein Mod für den Mikro. Beute-Explosion! Oh, ich sehe Iridium. Nett, 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 nett. Nett, nett, nett. Was ist das hier? Mikromanzer. Abspannen! Die Geschichte, wie der Kammerjäger zum Champion von Pandora wurde. Du hast den Teil vergessen, wo der Kammerjäger Pisten so eine knallt, dass er explodiert! Weil das niemals passiert ist, Tina. Unwichtig! Ganz ruhig, Talk. Du hast jetzt andere Sorgen, zum Beispiel mir deine Arena zu überlassen, weil ich sonst deinen Aktionären von diesem kleinen Turnier erzähle. Woher zum Teufel soll ich wissen, dass illegale Off-World-Deathmatches illegal sind? Sugar, ich glaube, dies ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. So. Genau. No. Was so? Jetzt hast du abgebrochen, oder? Jo. Also doll ist ja irgendwie nicht. Ja, aber kann man gucken wieder und was verkaufen. Ja, das stimmt. Oh, was ist denn das hier? Eine schöne, geile SMG hätte ich noch mal gerne. Erstmal das Iridium gesnacken, ne? Wirklich nicht so dolle, wa? Hat hier noch ein Schild. Für diesen Endkampf, ey, irgendwie... Bitte? Für diesen Endkampf irgendwie nicht...
Was nicht? Ja, im Verhältnis gesehen so. Ja gut, aber auch nur weil da... Hier ist was für die Sirene, 30.000, kann ich nicht... Das Tor hättest du doch mitnehmen können. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Achso. Du hast schon wieder hier alles weggesnackt, ja? Was irgendeine Art Geld bringt. Du bist ein Arsch. Wieso? Na, 30.000? Die würde ich gerne haben. Was behalten, oder was? Ja, die ist stärker natürlich als meine gewesen. Warte, dann schmeiß ich dir die hier wieder hin. Und dann backt die wieder weg. Ja, dann backt sie halt weg. Welche waren das? Hatte die Element drauf? Nee, nee. Lila war sie. Ja, ich hab zwei mit Lila. Scheiße. Das war bestimmt die hier, oder? Ja, könnte sein. Dann haben wir doch hier auch alle Nebenquests durch, ne? Bis auf die zwei, wo man da... Und das Rennen da, ja. Na, das Rennen, dann nochmal das mit den Fliegern und die Bar. Aber das sind ja eh, die kommen ja andauernd. Wieder. Warum komme ich hier nicht rüber? Achso. Ach so. Von ich bin sowas von fast tot, ja. Das ist so krass. Warum liegt denn hier vorne eine Waffenkiste rum? Weil ich die geöffnet habe. Du bist ja ein Dude. Du kannst, wenn du schlau bist, verkaufst du jetzt und rennst nochmal zurück in die Arena und nimmst den anderen Dreck auf. Ach, die paar Sachen da noch. Vor allen Dingen, das liegt jetzt hier irgendwie so mitten rein. Warum habe ich denn jetzt hier von Tiny Tinas Boom Puppy eine Waffe? Weiß ich nicht. Hä? Weiß ich nicht. Na, hatte ich die auch bekommen. Was? So. Das vom Necromancer wolltest du nicht haben, ne? Nö. Was ich da aufgenommen habe? Irgendwie plus 5 elektrische Verbrennungsskill, ja, plus 4 mehr Pep-Skill und plus 3. Drin, da brauche ich nichts anderes erstmal. So, was habe ich denn da noch aufgenommen? Heute Abend in der Fork Arena! Mehr Blut! Ey, ich bin doch noch in einem Menü. Alles im Lot da hinten? Du hast noch eigentlich ist das adaptive Schild gar nicht so schlecht. Ich hatte sowieso keinen Bock zu gehen. Bis bald, mein Freund. Wenn du woanders einkaufst, lass ich dich töten. Ach, jetzt müssen wir noch zurückleisen. Genau. Das Spiel wird niemals enden. Muss nochmal zum Moxie, oder? Moxie. Toll, die folgt dir auch noch. Ich dachte, da kann man durchhüpfen. Gibt's hier irgendwo nicht. Da. Aber hier kann man abkürzen. Guck mal, da ist das Luftschiff. Das stürzt ab, oder nee? Wo? Da. Ach, da. Das brennt. Siehst du nicht, dass das brennt? Also die Frage ist, ob es abstürzt. Aber es stürzt nicht ab. Das fließt doch einfach blendend jetzt, verstehst? Moxi, ich komme zu dir. Da rechts liegt Gold. Ah ne, doch nicht. Das ist eine Textur. Oh Mann. Das ist der Zaun. Das sah so aus, als wenn das da so gelb ist Gold. Mit diesem Strich. Dabei ist es ein Zaun. Das ist ein Zaun. Moxi. Oh, 75 Zeugs gibt's. Pyro Pete hat trainiert. Pete der Unbesiegbare. Wenn du mal keine Lust auf eine Mission hast, kannst du gerne an meinen Spielautomaten spielen. Das ist doch bestimmt wieder so ein... Na, ja, das ist, glaube ich, in so dieser... Gegner, die du nicht kriegst. Das ist in dieser Bar. Unten der. Das war doch der Pete. Aber ich glaube, da ist das dann nicht so, nicht, dass du ihn easy abknallen kannst, sondern... Du musst ihn
Und wie anders töten. Da ist aber jetzt unten ein neues Ausrufezeichen hier hinzugekommen, oder? Tatsache. Gut, folgen wir denn erstmal, oder? Ja. Natürlich. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.